Ein Debakel mit riskanten Finanzanlagen in den USA überschattet ein Rekordjahr der Allianz. Europas größter Versicherer muss in einem Vergleich fast 4 Milliarden Dollar zahlen. Die Aktie ist deshalb unter Druck. Aber auch die Russland-Ukraine-Krise ist an den Märkten zu spüren. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse. US-Investoren haben in den USA Schiffbruch mit Anlageprodukten erlitten und die Allianz auf Schadenersatz verklagt. 6 Milliarden Dollar sollen dabei im Feuer stehen. Es gibt einen Vergleich. Man habe sich auf 3,7 Milliarden Dollar geeinigt, hieß es. Doch diese 3,7 Milliarden Dollar lasten natürlich auch auf der Jahresbilanz der Allianz. Ansonsten liefen die Geschäfte sehr gut. Vor allen Dingen die Einnahmen bei den Versicherungsbeiträgen sprudelten. Und um die Verluste wieder auszubügeln, haben Vorstand und Aufsichtsrat auch angekündigt, ihren Anteil dazu beizutragen und auf Boni in noch nicht bekannter Höhe zu verzichten. Trotzdem, Allianzpapiere verlieren hier am heutigen Tag relativ deutlich, während der Aktienmarkt insgesamt zum Wochenschluss hin nicht wirklich eine Richtung findet. Auf der einen Seite lastet die Ukraine-Krise und die viele große Unsicherheit auf den Märkten. Denn natürlich steht immer noch eine mögliche militärische Eskalation im Raum, die man auch an den Finanzmärkten sehr stark fürchtet. Auf der anderen Seite ist der Ölpreis leicht zurückgegangen. Es gibt Berichte, denen zufolge der Iran die Ölproduktion hochfahren könnte. Das würde das Angebot vergrößern und damit natürlich den Preis belasten. SUVs sind gefragt wie nie. Kleinwagen nicht mehr so stark wie früher. Und weil gleichzeitig Computerchips rar sind, die aber in vielen Bauteilen moderner Autos stecken, machen einige Autohersteller eine einfache Rechnung auf. Mit teuren Autos lässt sich mehr Geld verdienen als mit günstigen. Also werden vorrangig teure Autos gebaut. Audi geht dabei nun einen radikalen Schritt. Die kleinen Modelle A1 und Q2 will Audi mittelfristig nicht mehr herstellen. Zu wenig Gewinn. Die deutschen Autohersteller bauen die raren Chips lieber in immer teurere Premium-Modelle ein. Damit werden bislang Rekordgewinne gemacht. Eine gefährliche Strategie, so Fachleute. In den letzten Jahren gingen die Produktionszahlen in Deutschland der Autoindustrie massiv zurück, schon vor Corona. Irgendwann stellt sich die Frage, ob wir hier auch in Deutschland noch genügend Stückzahlen produzieren. Denn die werden über Massenproduktion in der Golfklasse erreicht. Doch diese Modelle scheint außer VW keinen deutschen Hersteller mehr groß zu interessieren. Für den Verbraucher heißt das erstmal, dass möglicherweise deutsche Modelle in diesen Bereichen seltener werden. Aber natürlich gibt es weiterhin Hersteller, die gerade auf diese Bereiche spezialisiert sind. Das sind dann aber eher die Koreaner, Japaner. Oder chinesische Autohersteller, die einerseits nach Europa drängen und gleichzeitig den Heimatmarkt beherrschen wollen. Auf dem wichtigsten globalen Absatzmarkt scheinen die Deutschen den Anschluss zu verlieren in puncto Ausstattung und vor allem Elektronik. Man ist sehr, sehr stark gewesen im Verbrennungsmotor. Die Autoindustrie hat tatsächlich ein Stück weit das Thema Software und Connected Services vernachlässigt. Aber so ticken chinesische Autofahrer. Sie wollen während der zunehmend elektrisierten Fahrt im Premium-SUV gut unterhalten werden.